Was ist von der AfD im künftigen Bundestag zu erwarten? Nichts Gutes, glauben mehrere tausend Demonstranten in Berlin. Sie wenden sich gegen Hass und Rassismus im Bundestag. Aufgerufen hatten mehrere Organisationen. Die AfD spricht von Stimmungsmache und einem Anschlag auf die Demokratie. Achim Flurer. Eine Demo gegen Rassismus für demokratische Grundwerte. Über 10.000 sind gekommen, Gewerkschaften, Menschenrechtsorganisationen, kirchliche und andere Gruppen sind dabei. Ali Chan ist 23 und auch er hat zu dieser Demonstration aufgerufen. Das zeigt einfach, dass es der Nerv der Zeit ist, jetzt zur konstituierenden Sitzung genau so ein Signal zu setzen und den Politikerinnen und Politikern im Bundestag das mitzugeben, war die richtige Entscheidung. Wir starten eine Bewegung. Ein Demonstrationszug durch die Hauptstadt, vorbei an den Zentren der Macht, Reichstag und Kanzleramt. Es soll kein Protest gegen die demokratische Wahl der AfD sein, aber einer gegen das, wofür diese Partei allzu oft steht. Weil ich es furchtbar finde, dass so Sätze wie, man müsste wieder stolz sein auf Soldaten in zwei Weltkriegen oder für Flüchtlinge braucht man Latten und Stacheldraht, nur finde ich furchtbar. Es geht ein Rechtsruck durch Deutschland und das möchte ich nicht mittragen. Das politische Klima im Wandel, viele hier in Berlin sehen das so. In zwei Tagen tritt der Bundestag wieder zusammen, zum ersten Mal mit 92 Abgeordneten der AfD.